ist Clank. Clank. Er hält immer zu mir, egal was kommt. Wo ist er jetzt? Hilft mir gegen Nefarius. Aber wir mussten uns trennen. Oh, tut mir leid. Werden wir auch. Würde ich vorschlagen, den besten Angriffspunkt zu finden, bevor du entdeckt wirst? Er darf nicht die Gefangene befreien. Noch mehr Truppen des Imperators. Wenigstens sind die Mönche hinter dem Schild sicher. Vorerst. Vielen Dank, Ratchet. Ich helfe gerne und trete Nefarius-Truppen in den Hintern. Ratchet, das Terminal. Ich muss darauf zugreifen. Der Spaß ist vorbei. Sicherheit seid. Aber jetzt müsst ihr uns helfen, das Archiv zu erreichen. Ah ja, treffen wir uns in Mannstadt. Wir verabschieden euch alle gemeinsam mit Stil. Ihr habt's geschafft! Oh, danke, dass ihr meine Brüder befreit habt. Gary, wir brauchen Hilfe, um das Archiv zu erreichen. Dringend! Natürlich. Brüder, schmieren wir ein paar Dimensionszahnrädchen. Bitte nach. Das Archiv zu betreten erfordert einen Sprung des Vertrauens, Ratchet. Nimm lieber Anlauf.
schon hier. Sie werden alles zerstören. Das Archiv hat einen Helix-Generator. Wenn wir ihn aktivieren, kommen wir rein. Ein Helix-Generator-Schalter klickt. Kommt sofort. Das wissen wir, ist kostbar. Sie könnten es beschädigen. Antreibt. Zu trotzen. Verneige dich vor dem Imperator. Dann schnell. Wir brauchen die Mönche. Ihr seid nur im Weg. So
Todesstrahl aktiviert! Ich bräuchte Munition! Sag es, lebe der Imperator! Sag es! Scheißiger Rückschlag! Was kümmert euch die Mönche überhaupt? Die sind so Mönch. Diese Schrift erkenne ich überall. Die Lombaxe. Sie haben das erbaut. Mein Vater war der Hüter des Dimensionators. Der Originalversion. Er gab alles, damit er nicht in falsche Hände fällt. Sorry, Dad. Vermisst du sie denn? Die Lombaxe? Schwierig, wenn man jemandem nie begegnet ist. Aber ja, ja, ich schätze schon. Verstehe ich. Vielleicht findest du sie irgendwann. Finden wir erst mal raus, ob wir den Dimensionator bauen können. Können wir? Ja. Aber die Schmiede dafür befindet sich in der Kedaro-Station, dem sichersten Außenposten der Galaxie. Na, da nichts viel los, KT-74... Ratchet? Ich glaube, Kit gefällt mir am besten. Dann also Kit. Hä?
keine Zeit. War schön mit dir, Ratchet. Kein guter Partner. Klar, das war heftig, aber auch irgendwie super. Du verstehst das nicht. Du bist nicht sicher bei mir. Ich wurde als Waffe gebaut, um die Galaxie des Imperators zu schützen. Einmal auf Patrouille sah ich eine Rebellin in der Imperialzone. Ich wollte sie aufhalten. Das ist, wofür ich gebaut wurde. Schmerz. Ich bin hier, damit alle vor mir sicher sind. Und darum kann ich nicht mit dir kommen. Tja, diese Mission hat doch funktioniert, oder? Ja. Ich schätze schon. Und hatten wir uns nicht versprochen, wenn diese Mission nicht schief läuft? Du willst ein Team bleiben? Du bist sehr seltsam, Ratchet. Das habe ich schon öfter gehört. Team? Vielleicht nur dieses Mal. Ja, ich versuch's. Danke, Ratchet, für deine Hilfe. Jederzeit. Los, auf zur Kidaro-Station. Schilde werden so vernachlässigt. Schenkt dem leeren Rückstoß Aufmerksamkeit und sieh, wie er blockt. Und Schilde sind langweilig. Das ist einfach eine Tatsache. Aber was, wenn ein Schild zurückfeuern könnte? Ja, ja? Cool, was? Fang auf für den leeren Rückstoß. Zieh den Feuernabzug halt, um dich zu schützen. Und zieh ihn ganz durch, um eine weitstreuende Ladung Coolness auf kurze Distanz abzufeuern. Coolness! Na los, kauf es, solange du kannst! Auf ein Abenteuer? Ich weiß, wie aufregend. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück auf der Kidaro-Station. Woher wusste er das? Das frage ich mich ständig. Phasenquarz gehört euch, Rivet und Clank.
Rivet muss ein paar Zobsteine finden? Viel Glück. Ich hoffe, bei Rivet ist alles in Ordnung. Trudy. Oh, Hallöchen, Rivet. Ach, sie hat nur Hunger auf Zobsteine. Eigentlich futtert sie von den Steininseln da oben. Aber wie es aussieht, ist sie zu müde zum Fliegen. Oh, wieder mal zu lange gefeiert? Keine Sorge, ich hol sie. Ach, du bist ein Schatz. Wir werden dann einfach hier auf dich warten. Rivet wird jeden Moment mit den leckeren Zobsteinen zurück sein. Zobstein! Genau, was Trudy jetzt braucht! Du hast es geschafft, Rivet! Das müssten mehr als genug Zobsteine sein, um Trudy wieder fit zu machen! Komm zurück zur Gelatoniumfabrik, damit wir dir persönlich danken können. Oh. Trudy, da! Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Weißt du, falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zupfsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist. Falls wir jetzt nachsehen wollen, könnte dieser Flitzkäfer ganz nützlich sein. Aber ich verhungere. Mit ihrem Magen kann ich weder suchen. Ich bedauere, dass es bei meiner Entführung so beschädigt wurde. Ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich eine Aussicht. Ausweichmanöver. Wow! Hallöchen, mein Großer. Lasst ich euch dann ans Herz. Ich liebe mein Gott. Rivet!
Magst du Schutztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring die Zugsteine vorbei, wann immer du Zeit hast. Mache ich. Hey, Mord. Erinnert dich die ganze Zugsteinlieferung an irgendwas? Oh, du meinst unser erstes Treffen? Ich habe Lieferungen für die Gelatoniumfabrik gemacht, um für meine eigene Bude zu sparen. Mann, das war echt brutal. Tja, seitdem ist viel passiert, Rivet. Und ich war immer froh, dass wir uns damals getroffen haben. Wir sehen uns bald. Wie lange kennst du Mord schon? Seit ich ein Kind war. Er ist, naja, etwas seltsam. Aber er ist ein echt guter Kerl. Oh, wow, sind das viele Zurbsteine. Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Unsere Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden? Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst. Woo! Mit Trudys Hilfe kann ich herausfinden, wo der Rest der Zurbsteine ist. Wenn du etwas findest, das dir gefällt. Die Aufrüstung wird